Moin moin und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Oberlecker, die vegane Kochshow. Ich zeige euch heute hier richtig leckere Muffins, die ich total gerne zum Frühstück esse mit dem neuen Rührei-Pulver von Vegans. Damit kann man nämlich nicht nur veganes Rührei machen, sondern auch wunderbar solche oberleckeren Teile. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran, ich zeige euch, wie es geht. Dich erwartet hier meine vegane Küche. Genuss ohne Reue, simple Rezepte ohne Shishi mit Zutaten, die für jeden von euch überall zu bekommen sind. Ich zeige dir, wie man oberlecker mit Freude und tierleidfrei kocht. Und ich lege auch direkt los. Diese Teile sind wirklich super easy und fix zubereitet. Als allererstes schnibbel ich mir die Möhre, Paprika in feine Würfel, die Frühlingszwiebel in feine Ringe und schwitze beides für ca. 2-3 Minuten in Olivenöl an. So, das Gemüse ist jetzt hier schön angeschwitzt und leicht weich, aber hat trotzdem noch so einen leicht knackigen Kern. Dazu kommt ein Teelöffel Tomatenmark und dieser wird ebenfalls für eine Minute mit angeröstet. So, eine Prise Salz dazu, Flamme aus, nochmal durchheben und kurz ruhen lassen. Während hier das Gemüse ein kleines bisschen vor sich hinzieht, mache ich mich an den Teig. Dafür gebe ich Haferdrink in eine Schüssel und gebe unter ständigem Rühren das Rührei-Pulver mit dazu. So, da sollte jetzt ein schöner, glatter, klumpenfreier Teig hier entstanden sein. Das Ganze schmecke ich ab mit etwas frischem Pfeffer und Paprikapulver. Richtig gut. So, dann habe ich hier ein bisschen frische Petersilie. Fein durchhacken. Mit an den Teig geben. Dann habe ich hier noch Schnittlauchröllchen. Ihr könnt natürlich auch euch den Schnittlauch selber schnibbeln. Einmal schön durchheben hier die ganze Nummer. Und das Gemüse dazu. So, das könnt ihr euch jetzt auch nochmal hier nach eurem Geschmack nochmal ein bisschen Salz abschmecken. Aber ich finde es so extrem super. Dann habe ich hier eine Muffinform. Der Teig ergibt ungefähr 8-12 Muffins. Das heißt, ich gebe jetzt hier in 10 solcher Muffinform etwas Olivenöl. Und streiche das hier einfach mit den Händen grob aus. Ruhig auch an die Oberfläche hier, wenn der Teig jetzt aufgeht und sich ein bisschen auf die Oberfläche legt, dass der Muffin nachher auch wieder rauskommt. Und in jede Form 2 Esslöffel von der Masse geben. So, und wenn das jetzt noch nicht genug ist, schmeckt so schon grandios, aber das Ganze wird noch getoppt mit dem Reibekäse von Vegans. Einfach hier ein kleines bisschen oben drauf geben. Die genauen Zutaten, genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unterhalb des Videos. Folgt dem Link, da kommt ihr auf meinen Blog und da findet ihr das Rezept zum Speichern und Drucken. So, und dann verschwinden die Dinger bei ca. 175 Grad Umluft für ungefähr 30 Minuten in den Backofen. Bis gleich. So, und fertig sind die oberleckeren Teile. Die hole ich jetzt noch raus und dann mache ich gleich einen Anschnitt. Oh Leute, wenn die Teile nicht lecker aussehen. So,
So, die Teile schmecken natürlich morgens, mittags und abends, aber für mich sind das so die perfekten kleinen Highlights zum Frühstück am Wochenende. Probiert die Dinger auf jeden Fall aus, so wie ihr gesehen habt. Super, super simpel gemacht, total einfach. Und außer von diesem Rührei-Pulver, es sind hier keine Backtriebmittel. Ich habe hier sonst wirklich nichts weiter ran gemacht. So super lecker. Ich werde mir das erste Ding jetzt schmecken lassen. Und ich will hoffen, euch hat das Video wie immer gefallen. Dann macht es nach. Gebt ihm gerne ein Like, hinterlasst ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mmh.